Kulturprofessorin Sarah Köster verkörpert eine der zentralen Ideen des Göttinger Zukunftskonzeptes, das Programm Brain Gain. Damit will die Universität junge, kluge Köpfe gewinnen. Herausragende Nachwuchswissenschaftlern wie Sarah Köster werden deshalb attraktive Arbeitsmöglichkeiten geboten. Dazu gehören frühe Unabhängigkeit und eine zuverlässige Karriereperspektive, der Tenure Track. Die promovierte Physikerin ist nach einem Postdoc-Aufenthalt von der renommierten Harvard University nach Göttingen gekommen. Wir interessieren uns für physikalische Vorgänge in Zellen und dabei interessiert uns vor allem die Dynamik. Und dafür brauchen wir eine hohe zeitliche und räumliche Auflösung. Göttingen ist ein sehr guter Standort, um solche Arbeiten durchzuführen, weil es ja zum einen die sehr große Universität gibt, aber auch mehrere Max-Planck-Institute. Und für so ein interdisziplinäres Fach wie die Biophysik ist es sehr wichtig, dass Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten zusammenkommen und auch wirklich eng zusammenarbeiten. Sarah Kösters Nachwuchsgruppe gehört zu einem der 7 Courant-Forschungszentren, die im Rahmen des Zukunftskonzeptes gegründet wurden. Jedes der Zentren repräsentiert ein spezielles Forschungsgebiet und soll zur Profilbildung des Standortes Göttingen beitragen. Die 30-jährige Physikerin forscht im Bereich Nanospektroskopie und Röntgenbildgebung. Im Courant-Forschungszentrum Evolution des Sozialverhaltens arbeitet Peter Kappeler. Hier geht es um die Frage nach den fundamentalen Gemeinsamkeiten des Sozialverhaltens der Primaten und den Besonderheiten beim Menschen. Der Soziobiologe untersucht die Paarungs- und Sozialsysteme der Primaten. Im Courant-Forschungszentrum hat Peter Kappeler eine besondere Funktion. Der 49-Jährige ist sowohl Professor am Deutschen Primatenzentrum als auch in der anthropologischen Abteilung der Universität Göttingen. Diese Brückenprofessur hat prinzipiell 2 Vorteile. Zum einen hat man verbesserten Zugang zu Studierenden und auch zusätzliche Mittel für Forschung. Und andererseits ist es durch die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung eben auch möglich, wissenschaftliche Schwerpunkte zusammenzuführen. Diese Zusammenarbeit zwischen den Göttinger Forschungseinrichtungen und der Universität zu intensivieren, ist auch dem Präsidenten Kurt von Figura sehr wichtig. Schließlich gehört das zu einem der wesentlichen Ziele des Zukunftskonzeptes. Zu den Besonderheiten Göttingen gehört sicherlich, dass hier ein Wissenschaftsstandort entstanden ist, der sich durch eine enge Kooperation von Universität und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die es hier in großer Zahl und großer Vielfalt gibt, entstanden ist. Wir haben ein Netzwerk, das sich auf Forschung und Lehre erstreckt und sich sehr dynamisch entwickelt. Auf diesem Netzwerk gründet auch unser Zukunftskonzept. Professor Heinrich Detering gehört zu den exzellenten Wissenschaftlern, die die Universität gerne halten möchte. Der Literaturwissenschaftler wurde Ende letzten Jahres mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft geehrt. Das Brain-Sustain-Programm des Zukunftskonzeptes bietet ihm nun die Möglichkeit, durch eine Vertretungsprofessur von Lehraufgaben und administrativen Tätigkeiten entlastet zu sein. Auf diese Weise kann er ungestört forschen. Für mich als Literaturwissenschaftler heißt Brain-Sustain vor allen Dingen Zeit haben. Für Buchprojekte, für die man sich sonst die Zeit mühsam freischaufeln muss zwischen den vielen anderen akademischen Verpflichtungen. Und es heißt auch Zeit, um neue Ideen zu entwickeln, für Projekte, aus denen vielleicht mal was Größeres werden könnte. Das war im Fall dieses Freijahres, das ich bekommen habe, eine Tagung, die lange und gründliche Vorbereitung erforderte und die den Anstoß gibt zu einem größeren Forschungsvorhaben, das jetzt glücklicherweise tatsächlich in Gang kommen kann. In der historischen Universitätssternwarte könnte Heinrich Detering ab Oktober dieses Jahres mit Geisteswissenschaftlern aus aller Welt zusammenarbeiten. Dann werden hier die ersten Fellows des Lichtenberg-Kollegs ihre Arbeit aufnehmen. Die internationalen Forscher werden sich mit den Themenschwerpunkten Religion in den Kulturen der Moderne und unterschiedliche Rationalitäten in den Kulturen der Wissenschaften auseinandersetzen. Das Lichtenberg-Kolleg soll Zeit und Ruhe für Forschung fern vom akademischen Alltag gewährleisten. Es soll Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen und Wissenschaftskulturen zusammenbringen. Es wird die Begegnung von international renommierten mit aufstrebenden jungen Wissenschaftlern ermöglichen. Und vor allem und schließlich werden als Fellows eingeladene internationale Forschungspersönlichkeiten mit Göttinger Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um neue Ideen und Forschungsschwerpunkte zu entwickeln.
Nachwuchs gewinnen, Spitzenforscher halten, internationale Netzwerke ausbauen und die Kooperationen zwischen den wissenschaftlichen Institutionen am Standort weiterentwickeln. Diese Ziele des Göttinger Zukunftskonzeptes liegen keineswegs in weiter Ferne, sondern werden schon jetzt erfolgreich umgesetzt.